Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Life is Strange. Und wir schauen mal, was unsere Reise mit dem Bild jetzt gemacht hat und was sich wieder verändert hat. Bin schon sehr gespannt. Und wo sind wir hier überhaupt? Wir sind in einem Haus. Und Chloe ist da. Guck an. You're alive. Yes. Chloe lebt. Whoa, whoa, down, Max. You get one kiss, now you're all over me? I'm so glad you're here. You sound high, but thanks for the morning grope. Since we were up all night playing CSI Arcadia Bay, I was still spaced out here trying to put all this info together. Max, did you forget we've gone over this? I hope you weren't messing around with time while I was sleeping. Not anymore. Haben wir vielleicht? I'm just spaced out too. Welcome back to the real world, Max. I don't think I can ever tell Chloe about what happened. Pah. Ich weiß auch nicht, ob wir das erzählen sollten. Aber andererseits, man weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht tickt sie noch mehr aus, wenn sie erfährt, welche Macht wir noch alles haben. Dann will sie bestimmt auch alles ausprobieren und verändern. Aber immerhin, sie ist da. Ihr geht's gut. Und wir stehen einfach mal auf. Let's look at the big board and see all our pieces in the puzzle so far. Genau, schauen wir uns mal an, was es noch alles gibt. Das kann ich untersuchen. Haben wir das nicht schon mal gemacht? Neue Bilder? I'm so sorry, William. Na. It's not fair you had to die twice. Ja. Eine Schweigeminute für William. Geldscheine? Ach, das ist Geld, was wir geklaut haben. Sorry, Principal Wells. Machen wir mal ein Foto von ihr. Ich bin ja auch froh, sie wiederzusehen. Was ist das? Damn. This is a serious exposé on the Prescotts. Finally. Penn Estates der Prescotts, Fluch oder Segen, von Craig Kennedy. Der Name Prescott mag nicht viel für sie oder alle anderen außerhalb einer kleinen Küstenstadt Oregons bedeuten, aber dieser Name hat viel Bedeutung für Arcadia Bay, eine idyllische und zeitlos wirkende Stadt. Einst war sie der Sitz einer florierenden Fischerei- und Tourismusindustrie, aber diese Tage sind Geschichte. Trotz des lokalen Erfolgs der Blackwell Academy und ihrer Football- und Schwimmteams, den Bigfoots und Ottern. Veränderungen in der Umwelt der Region reduzierten die Anzahl der Fische und anderer Meereslebewesen und resultierten in einer stagnierenden Wirtschaft und eingeschränkten Tourismus. Kurioserweise verstanden die Prescotts es, ihre Geschäftsinteressen auf einem ziemlich profitablen Niveau zu halten. Tatsächlich stehen sie hinter einem teuren und exklusiven Siedlungsbau namens Penn Estates, der tief im Wald in der Nähe der Blackwell Academy angelegt werden soll. Örtliche Gruppen amerikanischer Ureinwohner reichten bereits zahlreiche Anträge gegen das Projekt ein, in denen eine weitläufige Zerstörung von Stammesland und natürlichen Ressourcen angeführt wird. Auf der nächsten Seite fortgesetzt. Ja. Getting lost in all this shit. Die ganzen blöden Prescotts. That's my Chloe. Das ist die Chloe, ne, wie wir sie kennen. Die Chloe anders zu sehen, war auch sehr erschreckend. Also ich bin auch persönlich froh, wieder hier zu sein. Welcome back to the real world, Max. Achso, gibt's noch was Neues zum Nachdenken für Max? Nein. Wir haben schon ein bisschen signiert hier. Signiert, meinte ich. Nicht signiert. Autogramme kann man signieren. Ah. Hat keiner gehört. Dann gucken wir uns mal die Pinnwand an, was wir jetzt an Details haben. Und vielleicht so finden wir close, Rachel. It's so far away. We have to do three main things. Right. What things? One, decipher Frank's logbook. Two, get Nathan's phone to find out where he's been during the Vortex Club parties with Kate and Rachel. And see whatever hidden shit he's got in his messages. Three, beat Stepdouche Dan until he tells us about Frank, Nathan, and the Darkroom. Too bad I don't have a gun anymore. Yes, that's the solution. We'll have to do this on our own. Dude, at least let me kick his ass, then rewind. Fine, whatevs. It's your power. Which I can't waste on shit like that. Blackwell would be in big trouble. At least you let me take that money to pay Frank off. Don't remind me. I just want him off your back. Our back. I know. You should get busy in the garage to see what dirt you can dig up.
I'm gonna cyberstalk some names and see where that leads. Or to who. And be careful of Stepcrack. He's not gonna be a happy camper after you reamed him yesterday and Mom is giving him the boot. I'm on it, partner. Okay, wir haben ein paar Aufgaben anscheinend. I can't abuse this level of my rewind power. It's way too dangerous and I need to navigate the present without messing up the past. Da machen wir das nochmal. Konzentrieren wir uns jetzt auf die Gegenwart. Was haben wir denn hier im Portemonnaie? This butterfly photo seems like a million years ago. Ja, das verfolgt uns auch. How much time have I altered since? Und das ist immer noch hier der Schneeregen. That photo always makes me think of William and Chloe. Haben wir denn neue Nachrichten? SMS. Von der Chloe. Haben wir die schon gelesen? Chloe, ich verstehe, du machst eine Menge durch, wie wir alle aussehen, habe ich deine Mütze aus dem Fenster geworfen und zurückgespult. Okay, das ist deine Emoji-Gefängnisfreikarte, aber wir brauchen Kippen, Kaffee und Süßes für die Nachtschicht. Wir müssen den Detektivmodus für Rachel und Kate anschmeißen. Exzellent, mein lieber Watson, ich werde scharf nachdenken. Kein Ding, ich habe meine Mütze, ich komme vorbei und hole dich ab. Super, ich werde bereit sein. Xox, so, und das war kein Emoji. Ja, ein bisschen beeinflussen wir sie doch. Sie hat schon so halbe Smileys benutzt. Juliet, was schreibt sie denn? Wo fangen wir denn hier an? Hey Max, ich hoffe, dir geht's nach all dem gut. Du hast vielleicht viel zu tun, aber du kannst jederzeit anrufen. Hey Juliet, hast du viel zu tun? Keine Zeit, viel zu tun. Du schreibst mir nie, was ist los? Außer allem, ich habe mich nur gefragt, ob du mal von einem Typ namens Frank gehört hast, der in einem Wohnmobil lebt. Du meinst den am Fluss? Ich habe gehört, er ist ein versiffter Junkie. Mehr nicht. Warum? Ermittelst du ohne meine Hilfe? Nein, bin nur gelangweilt. Wir unterhalten uns bald. Danke. Okay, aber du kannst keine Geheimnisse vor der Star-Reporterin Juliet Watson verheimlichen. Hallo? Justin, was schreibt er denn? Was haben wir ihr denn geschrieben? Sorry, mein Handy war in meiner Tasche. Hey Justin, bist du beschäftigt? Maxi Max, ich bin mit Kiffen beschäftigt. Was los? Kennst du Frank Bowers? Drogen. Das ist alles? Frag Nathan, er kennt ihn, glaube ich. Okay, mach ich. Danke, Justin. Wofür? Verpeilter, verkiffter Typ. Kate. So, was steht denn hier? Das hatten wir schon. Hey Kate, ich bin froh, dass es dir gut geht. Ich besuche dich so bald wie möglich. Hey Max, wie geht's dir? Ich hoffe, du kannst mich diese Woche noch besuchen. Ich möchte über etwas Wichtiges reden. Natürlich besuche ich dich. Nichts wird mich aufhalten. Ich vermisse dich und mein Kaninchen. Wir vermissen dich. Dein Kaninchen vermisst dich auch. Yay, du bist so eine tolle Freundin. Ich danke dir von Herzen. Ich kann es kaum erwarten, dich zu sehen. Ja, dann gucken wir mal, ob wir die bald besuchen gehen können. Mama! Maxine, was geht bei euch mit dem Wetter vor sich? Finden dort militärische Tests statt oder so? Du sitzt im Auge des Sturms. Kein Kommentar. Ich habe Lisa am Leben gehalten, also sind wir noch sicher. Lisa war ja die Pflanze, ne? Solange du da bist. Zurück an die Bücher. Bis bald. Und der Warren. So, was hat er gemacht? Die Autotickets hat er gekauft. Die Autotickets. Die Tickets fürs Autokino. Ich werde eins mehr besorgen. Das hatten wir auch schon. Was geht, Max? Ich habe ein B+ im Chemietest. B+? Ist das schlecht? Frag meine Eltern. Die bezahlen die Rechnungen. Sie werden es überstehen. Trauern wir später zusammen. Ja, dem haben wir ja die Note verbessert, ne? Dem Warren haben wir ja doch ein bisschen geholfen. Ich hoffe, er freut sich über seine umgerechnete 2+. Oh no. That poor little bird ja, der ist immer noch hier eingeschlossen. Here. Aber vielleicht stirbt er dann wenigstens nicht. Draußen die Vögel, die nippeln ja alle ab. Machen wir mal Licht an. Können wir ein Foto von ihm machen? Vogel. Erschrecken? Also wir können ihn erschrecken, aber müsste ich vielleicht irgendwo das Fenster aufmachen, damit er rausfliegt. Wollen wir das? Und was war jetzt eigentlich genau das Ziel? Ich muss nach unten und David befragen. Ah, okay. Oh, that blue dye makes me so happy. It means the real Chloe is back. Ja, die real Chloe ist wieder da. Macht uns alle happy. Ja, bevor ich den Vogel erschrecke, müsste ich vielleicht hier erstmal das Fenster öffnen. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist, aber wir lassen ihn mal raus. Ich meine, schließlich ist er auch schon 2 Tage hier drin. Aber ich habe Angst, dass er draußen dann abnippelt. Eigentlich ist er unser kleiner Freund, der uns hier begleitet. Aber wir können ja notfalls die Zeit zurückspulen. So. Raus mit dir. Raus mit dir.
Fly, be free. Und es wird Konsequenzen haben. Mach's jetzt mal wieder zu, damit er nicht wieder reinkommt. Ich hoffe echt nicht, dass wir den nachher irgendwo da unten liegen sehen. Das würde mir wirklich für den kleinen Vogel leid tun. Hi David, guten Morgen. Ziehst du aus? Oh, das tut mir aber leid. Wegen mir? Oh, das tut mir nochmal leid. You won this battle, Max. You broke up my family. I salute you. David, I didn't try to hurt you. Ever. But I won't let anybody hurt Chloe. Too late, isn't it? You just better be damn careful with her. Don't you wander off into the dark. Na super, das war eine tolle Befragung. Er ist weg. I helped Joyce lose William and now David. Und Warren schreibt uns, sag mal. Yo Max, deine Freundin Chloe hat mir getextet, ich sei aus dem Spiel. Sie klingt heiß. Also, verstehe ich's. Chloe hat dir ernsthaft getextet? Was? Sie klingt heiß? Also verstehe ich's. Okay. Ich habe ihr sicher nicht meine Nummer gegeben. Jetzt weiß ich, warum du nicht mit mir den Affen rauslässt. Du solltest mit Chloe gehen. Sie war cool genug für dich. Ich habe einen Haufen cooler Freunde, wie dich. Ja, stimmt. Da habe ich mal wieder Pech gehabt. Ich auch, muss los, bis dann. Hoffentlich. Haben wir den Newton Robin mal wieder versetzt. Yep, locked from the other side. Dann gehen wir noch einmal rum. Warum können wir uns da hinsetzen? Können wir auch über irgendwas nachdenken hier? Wir können letzte Zeit an vielen Stellen nachdenken. I existed in this whole other reality. But I don't know what happened. The more I use my power, the more I see how little control I have over what happens. Dann sollten wir die Fähigkeit nicht oft einsetzen. Now Max exists in two or maybe three different realities. How can I have a destiny? If these alternate lives exist, I hate the thought of William and Joyce finding Chloe like that. Thinking about all these lifelines almost makes my head hurt worse than the rewind. Aber vielleicht verschwinden die Parallelwelten ja auch wieder, nachdem wir aus denen raus sind. Vielleicht hat es nie existiert. Und dann ist auch die Frage, wenn wir in mehreren Parallelwelten existieren. Also wir existieren ja nicht, die Welten existieren. Aber existiert Max dann auch noch weiter? Hm. Did I actually cause that clock to stop? Ich hoffe nicht, dass wir auch noch jetzt Uhren anhalten. My butterfly sketch doesn't exist in this timeline. Like William. Das gibt es hier nicht. Max the time bandit strikes again. So, gehen wir mal nach draußen und hoffentlich liegt unser kleiner Vogelfreund nicht hier. Das ist immer eine sehr ruhige Nachbarschaft. Man sieht hier keinen rumlaufen. Und da kann man nicht rein, ne? Nee. Ja, die liegen immer noch hier. Poor birds. I guess David wasn't in the mood to clean up. Nicht, dass sie sich in Zombievögel verwandeln. Wir müssen sie verbrennen. Oh, ein Foto. Was ist das für eins? Joyce must be so upset. Are you helping anybody, Max? Wo ist die Joyce jetzt eigentlich? Ist sie jetzt schon zur Arbeit? Das nachdem die quasi diesen Streit hatten? Wahrscheinlich. Einfach um sich abzulenken, ist sie wahrscheinlich arbeiten David gegangen. Finished his car repairs. Maybe there's some new clues around. Ja, dann gucken wir mal, ob der David wirklich alles mitgenommen hat, was er hier auch versteckt hatte. Oder ob wir immer noch was finden. Eine E-Mail. I promise I'll help Miss Grant next time. If there is one. Wie in unserer Diskussion zum neuen Campus-Überwachungssystem besprochen, informierte Mrs. Grant mich darüber, dass ihre Petition nur eine Möglichkeit des Protests von mehreren ist.
Während wir eine neue Ära der Sicherheit in Blackwell einläuten, müssen wir einen Mittelweg zwischen Sicherheit und Privatsphäre für unsere Schüler finden. Oh, miau, Miss Grant. Twist that knife. Oh, er fährt die Krallen aus. An David Madsen. Ich brauchte keine Überwachungskamera, um diese Aufregung kommen zu sehen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Mrs. Grant. At least he has one weird fan. Und von Anonym. Sehr geehrter Mr. Madsen, ich wollte Sie bloß wissen lassen, dass das, was mit Ihnen passiert ist, totaler Schwachsinn ist. In dieser Schule sind zu viele metrosexuelle liberale Idioten, die Sie und das Militär nicht zu würdigen wissen. Ich fühlte mich im Wohnheim sicher, als Sie Sicherheitschef waren. Und ich dachte, ich stehe unter Ihrem Schutz. Ich hoffe, Sie kehren bald zurück und gewährleisten wieder unsere Sicherheit bei Nacht. Diese Schule macht mir Angst. Das ist ein toller Fan. Wish I had surveillance footage of that conversation. Und von David Madsen an Raymond Wells. Den Direktor, ich entschuldige mich für meinen gestrigen Ausbruch in Ihrem Büro. Ich war wütend, meine Stellung in Blackwell ohne eine umfassende Untersuchung der Fakten und ausschließlich aufgrund einer Anschuldigung nicht vertrauenswürdiger Schüler zu verlieren. Ein Krebsschwert in der Blackwell-Akademie und ohne mich würde er sich ausbreiten. Harte Worte von ihm. Surveillance cameras at Pan Estates? David must be working for the Prescotts too. Ja, vielleicht arbeitet David ja auch für die Prescotts. Was ist das? Irgendwas Zerknülltes? Nee. There's more to David Madsen than meets the eye. Joyce, du weißt, ich bin nicht gut darin, mich zu rechtfertigen oder mein Verhalten zu erklären. Ich weiß nur, dass mich noch nie jemand so gut verstanden hat wie du. Ich würde dir oder Chloe nie wehtun. Mich um meine Familie zu kümmern, ist meine Hauptmission. Ja, ich bin einen Schritt zu weit gegangen mit der Überwachung und den Verdächtigungen und es tut mir aufrichtig leid und ich schäme mich. Aber in Arcadia Bay gehen dunkle Machenschaften vor sich, von denen ich dir nie erzählt habe. Du bist meine Frau und Partnerin und ich weiß, wir sollten keine Geheimnisse voreinander haben. Ich wollte dir alles erzählen, aber nicht ohne Beweise. Stattdessen beging eine Schülerin unter meiner Aufsicht fast Selbstmord. Du warfst mich aus dem Haus und meine Stieftochter hasst mich. Bitte lass mich... Punkt, Punkt, Punkt. Er hat es nicht beendet. Ja, wie gesagt, an den David steckt mehr dran, als man auf den ersten Blick sieht. Aber wir mussten Chloe da verteidigen. Natürlich fände ich es auch interessant zu wissen, wie es passiert wäre, wenn wir die andere Entscheidung getroffen hätten und ihn verteidigt hätten. Oh, that makes me sad. It was so incredible to see William again. I wish Chloe could too. Either Chloe stole another gun or David is out there armed. Die Frage ist auch, wo der David jetzt hingeht. Er hat ja quasi eine Mission und er weiß, was hier so vor sich geht. Okay, er weiß mehr als wir und er will es ja nicht sagen. What the hell did David do for Nathan? And what did his dad do for David? Mr. Madsen, danke für Ihre Hilfe mit Nathan. Ich weiß die Geste zu schätzen. Gruß, Sean Prescott. Ja, inwiefern hat er ihn da unterstützt? I wonder if David is going to the party. Die Vortex Club Party. So, haben wir hier was im Schuppen? Ein Schließfach. Whoa, noch öffnen können. That is a serious padlock on that locker. Hey David, what you hiding? Gut. Wir müssen anscheinend irgendwelche Shit. For once irgendwas I don't have time to search for the code. Oh, I need to find a way to break this padlock. Wie können wir das denn aufbrechen? Was ist das? Ein Nest? Look at the baby blue jay eggs in the nest. I better move. Excuse me. Just one picture, please. Ein kleines Foto. Und dann schieben wir das wieder zurück. Click. Another photo from my Arcadia Bay Wildlife Series. Und wieder oh, zurück. Thank you. Sleep tight, my eggy wags. Ja, finden wir jetzt irgendwas, um das Schloss aufzubrechen? Die Tür hier, können wir die jetzt wieder öffnen von hier? Haben wir immer noch nichts, um die Tür zu knacken. In der Küche werden wir, glaube ich, auch nichts finden. It's amazing how much drama this living room. Those poor whales are like beached angels. What is going on here? Das fragen wir uns schon, seit wir angefangen haben zu spielen. What's going on here? Eine Notiz. Ouch. David, ich will dich hier nicht sehen, wenn ich von der Arbeit zurückkomme. Ich meine es ernst. Price. Jetzt sogar nur mit Nachnamen unterschrieben. Ouch. Und hier ist auch noch eine Notiz. Looks like David already booked a room. Okay, er geht anscheinend ins Hotel. Er ist nicht ganz aus der Stadt weg oder haut jetzt ab. Ja, wie öffnen wir denn jetzt das blöde Vorhängeschloss?
Pappkarton wird uns nicht helfen, die Kugeln, die Brechstange. Gut. Okay. I can use that crowbar to pry open the locker. Eine Brechstange klingt mir nach einer guten Methode. So, benutzen. Sorry, David, but I bet you would do the same thing as me. Jetzt sind wir mal gespannt, was ist da drin? Eine Leiche? Eine Waffe? Eine Nachricht? Ein Karton? Ordner? Oh, Maps, Notes, Coordinates, Photos of Kate, Nathan. Bingo. Yes. Blackwell Parkplatz. Sie weiß etwas. Alles Koordinaten wurde sie... Meine Güte, Breitengrad, Längengrad, Uhrzeit, Datum, wann er jemanden getroffen hat. Was ist das? Ach, das war das, wo der Nathan auf den Dingens da einschlägt, den Warren. Mit Kennzeichen. Und wir. Das nehmen wir auf jeden Fall schon mal mit. Score. Back to Chloe now. Chloe, willkommen. Mit wichtigen Hinweisen. Wir können Chloe direkt rufen, das ist natürlich praktisch. Und das machen wir in der nächsten Folge. My fault that Joyce kicked David out. Max Caulfield, Homewrecker. Ja, ist gut, Max. Ich wollte eigentlich gerade eine Absage machen, also ein Outro. Deswegen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.